So, Fuji wieder im Porsche. Erster Bremspunkt. Ah, so ungefähr bei 130 Metern. Ja, wir haben jetzt Rückenwind. Bisschen, gar nicht so viel. Bisschen weiter rechts fahren. Ich bin nämlich jetzt hier etwas zu weit links, da wird das Auto mal kurz unruhig. Ein bisschen zu viel Dreck mit. Lange hart bremsen. Ja, dadurch komme ich jetzt hier auch ein bisschen zu weit vom Körper weg. Versucht ein bisschen weiter rechts zu fahren. Ne? Also guckt, dass ihr relativ nah an den Curb kommt, damit ihr frühzeitig wieder aufs Gas gehen könnt. Rausbeschleunigen, eng halten. Und hier, für die, die in der Stoßstange fahren, ist das relativ simpel. Ne? Ihr könnt schauen, dass ihr hier auf der rechten Seite dieses Betonstück noch mitnehmt. Da habt ihr noch volle Traktion. Dann kriegt ihr nämlich hier die Links deutlich besser. Ich habe hier immer noch auch so meine Probleme mit dieser Kurve. Wir haben jetzt hier Gegenwind, das passt ganz gut. Mit Rückenwind oder gerade wenn man jemandem hinterher fährt, ist es richtig beschissen, diese Kurve zu fahren. Ja, ganz ehrlich, ich finde hier immer noch keinen wirklichen Anhaltspunkt, wo ich jetzt hier anfange einzulenken. Ihr habt jetzt hier diesen, auf der rechten Seite, habt ihr diese orangene Fahne oder was das ist, keine Ahnung. Oder links das Coca-Cola-Schild. Wenn das so kurz bevor es aus dem Bild verschwindet, fangt ihr an einzulenken. Das müsst ihr euch, ich brauche da immer noch selber das Gefühl für. Also für mich ist das manchmal so eine Lottokurve. manchmal verhaue ich so oder muss zu stark runterbremsen, weil die einfach ganz beschissen einzusehen ist. Ja, dadurch, dass das so flach ist, sieht man diese relativ schwierig. Ich meine, wenn man in der Dachkamera fährt, ist es wahrscheinlich einfacher. Aber für die, die in der Stoßstange fahren und gerade wenn das Auto so tief liegt, der McLaren liegt zum Beispiel noch tiefer, dann noch schwieriger einzusehen. Also die Kurve ist manchmal so ein kleines, ja, Glücksspiel, sage ich mal. Man versucht die eng zu überfahren, hier raustragen lassen, hier darauf achten, dass das Fahrzeug mit mindestens einer Hälfte auf dem Rot-Weißen steht, sonst gibt es eine Strafe. Versucht euch hier nicht zu weit raustragen zu lassen, bleibt in der Mitte der Kurve. Ja, hier lasst ihr mal kurz rollen, seht ihr, kaum Gas, keine Bremse, einfach nur reintragen lassen wieder in die Kurve. Und ungefähr, habt ihr gesehen, hier rechts ist, na, seht ihr da diesen Mast. Ab da könnt ihr wieder aufs Gas gehen. Ich habe jetzt hier ein bisschen zu stark eingelenkt, deswegen nehme ich hier ein bisschen Rasen mit, ist aber nicht schlimm. Vollgas weitergeben, bis zum 50-Meter-Schild, gerade bremsen. Und ich lenke jetzt hier viel zu früh ein. Ja. Lenkt ein, wenn oben dieser Träger mit dem Werbebanner Barkos, wenn der aus dem Bild verschwindet, erst dann einlenken. Dann trefft ihr hier diesen Scheitelpunkt viel, viel besser. Ne? Ich bin jetzt auch einen Ticken zu schnell, muss hier noch nachbremsen, nachkorrigieren und verliere ein bisschen viel Zeit. Hier könnt ihr komplett rausfahren, das macht gar nichts, der Curb ist keine Gefahr, wie auf anderen Strecken. Also lasst euch da raustragen, Vollgas bis hier runter. Und hier unten an der Leitplanke habt ihr ja rechts diesen Übergang von Weiß auf Gelb mit dem Dunlop. Und ich bremse hart, sobald bei mir das Weiß aus dem Bild verschwunden ist. Ja. Das sieht man irgendwann aus dem Augenwinkel so ein bisschen. Volles Pfund reinlatschen und hier in die Kurve werfen lassen. Hier ist es jetzt ganz tricky. Nach diesem Curb hier kommt nochmal so eine ganz kleine Bodenwelle. Wenn ihr da zu stark einlenkt oder zu viel Gas gibt, kann es sein, dass das Heck ausbricht. Ja. Da müsst ihr aufpassen. Das ist tricky. Hier dasselbe Spiel. Nicht zu lange, zu hart bremsen, ne, weil sonst untersteuert das Auto und ihr kriegt diesen Scheitelpunkt nicht mehr so schön. Deswegen versucht euch auch lieber vorher hart bremsen und rollt hier relativ nah an den Scheitelpunkt ran. Hier ist ein Poller. Nehmt ruhig die blaue Fläche hier mit, die Innenseite. Ja, es gibt noch mal ein bisschen mehr Traktion und hier nicht zu früh rausbeschleunigen. Ihr seht hier, ich habe einen leichten Oversteer. Muss auch nachkorrigieren. Und hier ist es ist genauso. Nachdem hier links, ja, seht ihr jetzt den Curb zum Beispiel nicht mehr, der letzten Kurve. Da fange ich dann an, leicht zu bremsen und mich hier reintragen zu lassen. Auch hier nah an den Curb ran, versucht nicht ganz so hart über den Curb zu fahren. Das bringt zu viel Unruhe in das Auto. Versucht aber trotzdem auf dem Curb zu fahren. Ja, auf dem Rot-Weißen oder auf dem Weißen eventuell, damit ihr hier früh lenken könnt und dann vorsichtig rausbeschleunigen. Also für die, die ohne TKS fahren, die mit TKS fahren, ihr könnt da voll drauflatschen, wenn ihr keinen zu starken Lenkwinkel habt. Dann geht das. Letzte Kurve, auch relativ schwierig. Versucht
bis zum Ende des Curbs zu bremsen, nicht zu heftig, sonst übersteuert das Auto. Und ihr Untersteuer dann beim Umlenken könnt ihr dann nicht mehr richtig lenken, weil es dann plötzlich untersteuert, dadurch, dass ihr diesen plötzlichen Lastwechsel habt. Versucht deshalb am Ende des Curbs einzulenken und versucht hier an den Curb ranzukommen. Ich sehe, jetzt schalte schon relativ früh in den zweiten, gebe nicht zu viel Gas und dann lasst euch hier raustragen. Und dann könnt ihr den Rest Vollgas nehmen. So, lassen wir die Runde nochmal laufen. Ja, und dann hoffe ich, dass ich auf dieser Wettbewerb ist. Bis dann.